zusammen, schön, dass ihr bei meinem neuen Video mit dabei seid. Ich habe heute einen echt großen DM-Haul für euch, aber ich habe ja auch schon ganz lange keinen gemacht. Das ist über mehrere Male verteilt, also ich habe nicht alles auf einmal gekauft. Ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei und wir legen direkt los. Starten möchte ich heute mal mit Food, denn ich habe wieder ein paar ganz leckere Sachen gefunden. Und einmal ist es von DM Bio das Amaranth gepufft geworden. Ich glaube, das kann man zu richtig vielen Sachen mal hinzufügen. Ob es Joghurt, Müsli oder vielleicht sogar Salat ist. Ich habe es noch nie so richtig ausprobiert. Und wenn, dann ist es schon sehr, sehr lange her. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass ich es heute mitgenommen habe. Was ich daneben noch entdeckt habe, ist es eigentlich nicht unbedingt notwendig. Das kann man super einfach auch selber machen. Aber ich habe es gesehen und ich musste es mitnehmen, und zwar ist es diese Fertigmischung, sag ich mal, von den Dinkel-Kaiserschmarrn nach österreichischer Art ohne Rosinen. Genau, so eine fertige Backmischung, wie gesagt, das ist in 10 Minuten fertig. Man muss halt noch ein paar frische Zutaten hinzufügen. Ich habe es gesehen, ich hatte einfach super Hunger drauf bekommen und ja, sehr lecker und ich freue mich drauf. Und dazu habe ich mir dann noch direkt mal das Bio-Apfelmark dazu genommen, denn in der Kombi, glaube ich, schmeckt das besonders gut. Wie ihr ja wisst, gehe ich super gerne baden und deswegen dürfen Badesätze bei mir eigentlich nie fehlen. Ich habe mir zweimal von Balea das Badesalz Erhol dich mitgenommen. Das sieht so aus. Das ist mit Granatapfel und Orangenduft. Ich kann heute gar nicht sprechen. Und außerdem habe ich mir noch das Balea sprudelndes Badepuder mitgenommen mit Blumi oder Blumi Obsession nennt sich das, mit Vanille und weiße Blütenduft. Auch eine sehr schöne Verpackung. Und sowas geht bei mir eigentlich immer. Und ich füge eigentlich grundsätzlich immer mal so einen Spritzer flüssiges Badezusatz hinzu. Und da unseres im Moment komplett leer ist, habe ich mich diesmal für Balea Cremebad Blaubeere und Mandel entschieden. Und ich glaube, das riecht echt gut. Ich habe noch gar nicht dran gerochen. Richtig fruchtig, aber auch sehr süß. Ja, mein Freund benutzt das ja auch. Der geht nämlich ebenfalls sehr gerne baden. Und deswegen hält so eine große Flasche bei uns auch gar nicht so lang. Ein Grund, warum ich ganz dringend zum DM musste, waren Abschminktücher. Denn das benutze ich immer ganz gerne, um das erste grobe Make-up runterzunehmen, bevor ich mit den weiteren Reinigungsprodukten drangehe. Und normalerweise nehme ich immer diese hier oder die Micellenreinigungstücher von Nivea. Das sind die Pflegereinigungstücher. Mag ich auch super, super gerne. Und ich dachte, ich nehme noch einen zweiten Packen mit, damit ich was auf Vorrat habe. Weil da sind ja in der Regel immer nur 25 Tücher drin. Und dann habe ich das entdeckt und das wollte ich auch mal ausprobieren. Das ist von Simple. Sensitive Skin Expert, sanft zur Haut, Micellenreinigungstücher. Ohne, also 100% Farbstoffe, Parfum, Alkohol und tierische Inhaltsstoffe für sensible Haut. Mein Gott, war das jetzt viel. Hat mich irgendwie sehr angesprochen. Ich achte ja sehr drauf, dass es umweltfreundlich ist und möglichst natürlich. Deswegen dachte ich, gebe mir mal eine Chance. Obwohl meine Favorites die von Nivea sind. Egal ob die blauen oder die Micellentücher, da mag ich echt eigentlich alle von Nivea sehr gerne. Weiter geht's mit Mundhygiene. Da habe ich einmal diese Zahnbürste mitgenommen, die Dr. Best Polynet Vibration Zahnbürste. Ich habe die mir erst selber gekauft und mein Freund fand die so toll, dass ich die ihm auch mitbringen musste. Ich habe die grüne Variante, deswegen habe ich eben blau mitgebracht und ebenfalls auch mal direkt einen blauen Zungenreiniger. Und eine neue Zahnpasta durfte auch nicht fehlen. Da habe ich mich wieder für meine Lieblingszahnpasta entschieden, die Blendermate Classic. Bei diesem Teil werdet ihr euch wahrscheinlich denken, warum kauft sie sich Reinigungstabletten, die man eigentlich für einen Zahnersatz oder Gebiss oder wie auch immer verwendet. Ja, das ist Cookie Dent Reiniger Active Plus. Und nein, ich habe kein Gebiss oder dergleichen, das ist für meine Zahnschienen. Um die einmal wöchentlich so richtig schön gründlich zu reinigen, benutze ich die einfach. Das wurde auch mal empfohlen. Und deswegen habe ich die mir mal mitgenommen. Etwas relativ unspektakuläres, und zwar habe ich mir von Visiomax meine Kontaktlinsen wieder mitgenommen. Die finde ich, mit denen komme ich echt gut klar, die mag ich ganz gerne, sind sehr angenehm. Und das sind die Monatslinsen, deswegen werden die auch immer fleißig gewechselt. Tut mir leid,
wenn ich nicht in die Linse schaue, sondern die ganze Zeit aufs Display. Ich bin es einfach überhaupt nicht mehr gewöhnt und muss mich wieder ein bisschen mehr konzentrieren. Ich habe mir aber von Visio Max außerdem noch ein Mikrofaser-Brillenputztuch mitgenommen, diesmal in so einer ganz schlichten hellen Variante. Ich habe irgendwie mal ganz viele gehabt, aber irgendwie sind die alle weg. Und aktuell habe ich nur eins, deswegen habe ich mir noch ein zweites mitgenommen. Einer meiner absoluten Augen-Make-up-Entferner ist dieser hier von Nivea. Der ist super sanft, aber trotzdem sehr gründlich und angenehm. Ist für sensible Augenpartien geeignet, entfernt Mascara und Make-up und es fettet nicht, weil das nicht so ein ölhaltiger ist. Es gibt diese Variante auch noch mit zwei Phasen, der ölhaltig ist. Ist auch gut, aber diesen mag ich lieber. Den hatte ich schon vor vielen Jahren schon mal getestet. Und da meine aktuelle fast leer ist, dachte ich, nehme ich diesen hier wieder mit. Für die Haare durfte diesmal mit von Balea das 6-in-1 Trockenshampoo für alle Haartypen. Es gibt einen Reinigungseffekt, langanhaltende Frische, Volumenkick, unbeschwertes Haar, Hitzeschutz und ein UV-Filter. Genau dieses habe ich bisher noch nicht ausprobiert, deswegen bin ich sehr gespannt, wie es so ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mittlerweile nicht mehr ohne Trockenshampoo. Ich brauche es eigentlich so, ab dem zweiten Tag, nachdem ich meine Haare gewaschen habe, gebe ich immer mal so ein bisschen rein, damit die Haare oder gerade der Ansatz ein bisschen frischer aussieht. Und beim dritten, vierten Tag, da kommt schon ordentlich was dazu, denn ich versuche meine Haare einfach nicht so häufig zu waschen. Und wenn ich dann Trockenshampoo benutze, dann mache ich meistens meine Haare auch immer zum Zopf. Und dieses super gehypte Produkt musste ich jetzt auch mal mitnehmen. Und zwar ist das von L'Oreal das Magic Retouch Sofort Ansatz Kaschier Spray. Und ich sehe gerade, ich habe hier blond bis mittelblond mitgenommen. Ich wollte eigentlich dieses hellbraun haben, weil ich finde, mein Ansatz ist ja doch schon recht dunkel. Soll bis zu 30 Anwendungen reichen, ist eine treue Größe. Ich bin super gespannt. Wie das so ist, also ist es ja super gehypt. Ich bin einfach gespannt, ich werde es mal ausprobieren, denn gerade wenn ich mal einen Zopf trage, habe ich hier riesen Geheimratsecken und es stört mich schon sehr arg. Und vielleicht ist es ja ein kleines Produkt zum Vorbeugen oder es einfach optisch ein bisschen besser aussehen zu lassen. Das wäre jetzt für mich kein Produkt, um es dauerhaft zu verwenden. Immer wenn ich beim DM bin, das ist so ähnlich wie mit dem Badezusätzen, muss bei mir immer eine Gesichtsmaske mit. Ja, okay, manchmal sind es auch zwei oder drei. Und ich habe jetzt hier einige mir die letzten Male mitgenommen. Fangen wir doch mit dem größten an. Und zwar ist es von Balea das Vitamin C 2-Phasen-Tuchmaske. So sieht das Ganze aus. Hier oben ist so eine kleine Verpackung. Da ist die Gesichtsmaske drin. Beziehungsweise nur hier. So eine, ja, eine Konsistenz. Und hier unten in dem großen Bereich ist ein Tuch drin, das man sich im Anschluss aufs Gesicht legt. Ich bin sehr gespannt, wie es ist. Ist ein veganes Produkt, für jeden Hauttyp geeignet. Ja, werde ich mal ausprobieren. Dann habe ich mir noch die Tuchmaske Be Frosty mitgenommen. Das sah einfach total süß aus und deswegen musste die mit. Ebenfalls noch eine Tuchmaske ist das Magical Team. Okay, magisches Dufterlebnis. Ja, sah einfach total süß aus. Ich bin echt so ein Verpackungsopfer, was sowas angeht. Gerade wenn es immer so günstig ist, schlage ich einfach immer blind zu. Was ich jetzt auch neu entdeckt habe, ist von Balea die Augentuchmaske mit Hyaluronsäure, Kokoswasser und Algenextrakt. Ebenfalls für jeden Hauttypen. Werde ich auch mal ausprobieren. Ich bin sehr gespannt. Wenn ihr mal solche Produkte getestet habt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Das fand ich auch mega interessant. Das ist für Gesicht und Lippen von Balea das Porenfine Sugar Scrub für normale und Mischhaut. Ein klärendes Peeling mit natürlichen Kiwisamen verfeinert das Hautbild und verleiht einen frischen Turn. Und das sieht so mega cool aus. Man sieht diese Stückchen hier richtig, wenn man so drauf drückt. Ich bin mega gespannt und freue mich sehr, das auszuprobieren. Was ich auch schon ganz, ganz oft im DM gesehen habe, aber irgendwie habe ich es mir nie mitgenommen. Doch heute habe ich zugeschlagen und zwar ist es von, ja, wie spricht man es jetzt aus? Yuti? Die iPad Mask. Energy Elixier mit Pink Grapefruit, Hyaluron und Vitamin C. Ich glaube, ihr kennt die. Davon gibt es auch noch eine blaue Variante. Ja, war gar nicht teuer. Und die legt man sich einfach nur unters Auge und es kühlt und gibt einen frischen Kick und ja,
Mal schauen, wie die so wirken, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich liebe ja so Masken und Patches und so. Kann man nie genug haben. Und das letzte Gesichtsprodukt ist von Shames die Hyaluron Serum Sofort Effekt Ampullen, sag ich mal. Mehr Feuchtigkeit, Aufpolsterung, lang- und kurzkettige Hyaluronsäuren. Komplett vegan, da sind 3 Stück drin. Das sind keine richtigen Ampullen, das sind so Plastikverpackungen. Und es hat mich einfach angesprochen. Ich dachte, ich probiere das mal aus. Hyaluron ist immer so ein magisches Wort, was mich immer so anzieht. Und ja, an sich mag ich Shames auch sehr gerne, deswegen verspreche ich mir davon schon einiges. Dann durften einmal neue Wattepads mit, denn unsere sind fast leer. Und ich finde es richtig cool, dass die jetzt auch die Verpackung angepasst haben in so schönen Pappschachteln. Und das soll generell 100% frei von Kunststoffen sein. Hier sind 300 Wattestäbchen drin. Diese Art hatte ich jetzt noch nicht. Ich bin sehr gespannt, wie die sind. Die letzte Variante, die ich mir beim DM gekauft habe, da waren die Wattestäbchen an sich auch schon komplett plastikfrei, nur die Verpackung noch nicht. Und da fand ich die Stäbchen nicht so gut. Und deswegen dachte ich, ich gebe dir nochmal eine Chance und probiere es aus. Auch weil die Verpackung einfach so mega stylisch aussieht. Dann mussten ganz dringend neue Taschentücherboxen mit. Da habe ich mich einmal für dieses Design entschieden. Das sieht auch richtig, richtig toll aus. Mag ich super gerne. Und das zweite ist dieses hier Schwarz-Gold. Auch super schick. Sehr tropisch angehaucht. Ja, direkt 2, weil bei uns gehen die momentan weg wie nichts. Weil mein Freund auch sehr viele benötigt. Und deswegen dachte ich, nehme ich direkt 2 mit, damit ich nicht in wenigen Tagen schon wieder los muss. Wir sind auch schon in der letzten Kategorie angekommen. Und das ist natürlich Haushalt. Da fällt immer einiges an. Und ich starte mit dem Frosch-Zitrus-Spülbalsam. Ich liebe ja die Frosch-Produkte und ich habe jetzt ganze Zeit so einen Spülschaum verwendet, den ich in Ordnung finde, aber einfach nicht mehr nachkaufen möchte, weil ich immer noch nicht so gut klar damit komme. Deswegen bin ich wieder zurück zu so einem ganz normalen Standard-Spülmittel gegangen und habe mich diesmal für die Zitrus-Variante entschieden. Für die Spülmaschine sind auch einige Sachen leer gegangen, unter anderem das Spezialsalz. Ich muss ehrlich sagen, im DM gab es nicht so die große Auswahl, deswegen habe ich wieder zu dem Finish-Salz zurückgegriffen, weil ich es davor schon hatte und eigentlich sehr zufrieden war. Außerdem ist uns auch der Klarspüler leer gegangen. Da habe ich jetzt allerdings mal auf den von Frosch zurückgegriffen, auf den Klarspüler, für strahlenden und streifenfreier Glanz. Es hat jetzt durch diese Verpackung 60% weniger Plastik und wie ihr vielleicht sehen könnt, ist es noch bis hierhin gefüllt, weil ich es schon ausprobiert habe und ich muss ganz ehrlich sagen, an sich ist dieser Klarspüler echt gut. Allerdings bin ich mit dieser Verpackung noch nicht ganz zurechtgekommen, denn beim Auffüllen ist mir vieles daneben gegangen. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen üben, aber an sich finde ich das Produkt echt super. Was bei mir zu Hause auch nie fehlen darf, sind von Spontex die 3x Tuch, Schwamm, Koller, Mix, Lappen, sag ich mal. Und das ist wie gesagt ein Dreierpack in verschiedenen Farben. Die habe ich schon super oft nachgekauft. Und das ist auch ein Produkt, was ich regelmäßig wechsle, denn ja, das liegt bei mir halt in der Spüle. Damit wasche ich Geschirr, Töpfe, Pfannen, was auch immer mal ab. Und ich habe mir direkt einen zweiten Pack noch dazu geholt. Ich finde die toll, weil die haben eine gute Größe, liegen super in der Hand, sind reiß- und saugstark und deswegen ja, kaufe ich die immer wieder nach, sind super handlich, kann ich echt empfehlen. Bleiben wir noch einen kleinen Augenblick in der Küche, denn ich habe mir vom Profissimo den Glaskeramikschwamm mal mitgenommen. Entfernt eingebrannten Schmutz und Fett für streifenfreien Glanz, auch für Induktionsfelder geeignet. Und ich habe ja eins, so sieht das Ganze aus. Hier ist es sehr rau, auf der Rückseite ist es super weich. Und ich dachte, ich probiere das mal aus, weil manchmal sind da echt so ein paar Stellen, da muss man kräftig krubbeln. Und warum sollte man es nicht so schwer machen, wenn es solche kleine Helferlis gibt? Außerdem durfte von Profissimo noch dieses Tuch mit, das nennt sich Badzauber, streifenfreie Reinigung und Glanz. Ja, ist vom Material so leicht, schon fast gummiartig. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ich dachte, ich probiere es mal aus, weil bisher benutze ich ganz normale so Mikrofasertücher fürs Bad. Und vielleicht ist das einfach noch besser. Ich probiere es mal aus, weil teuer war es jetzt auch nicht.
Ich mag es sehr, sehr, wenn es zu Hause gut duftet und deswegen habe ich auch einige Raumdüfte wieder mitgenommen. Ganz schlicht und simpel habe ich mich wieder für das Denk mit Duftgel entschieden. Ich hatte das schon mal in so einer Lemon-Duftrichtung. Hat mir leider nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich mich diesmal für Fruit Sensation entschieden. Und ich habe diesmal wieder nichts dran geschnuppert. Ich dachte, ich nehme es einfach mal mit. Das steht bei mir nämlich in der Küche. Und ein zweites durfte ebenfalls mit. Das Denk mit Lufterfrischer. Und diesmal habe ich mich für diese Variante entschieden. Das ist Jasminblüte und Erdbeere. Irgendwie eine Kombination, die man vielleicht so gar nicht kennt. Erdbeere als Raumduft. Ich hatte zuvor die Kiwi-Variante und die fand ich echt gut. Und freue mich deswegen auch sehr auf dieses. Ich weiß nicht, ob ihr das hier schon kennt. Das ist von Frosch Oase. Und zwar ist das ein Nachfüllpack für diese Raumdüfte, sage ich mal. Das ist so ein Keramikglas. Da kommt diese Flüssigkeit rein, hier ist halt so ein Nachfüllbeutelchen und oben schauen diese Rosenholzstäbchen raus und dadurch wird der Duft sehr gut im Raum verteilt. Das habe ich bei mir im Bad stehen und das sieht sehr dekorativ aus und riecht dafür noch unheimlich gut. Ich weiß gar nicht, was ich damals für einen Duft hatte, irgendwas mit Frische, Ozean, glaube ich. Und diesmal habe ich mich für Orangenblüte entschieden. Ich bin sehr gespannt, wie es riecht, aber ich war davon sehr begeistert beim ersten Mal und ich finde es auch gut, dass es so einen Nachfüllpack gibt. Dann spart man sich erstens Geld und es wird nicht sinnlos irgendwas weggeschmissen, denn es halt wie gesagt auch nicht aus Plastik ist. Das letzte Teil ist vielleicht nicht so spektakulär, aber wie ich finde, muss es auch sein. Von Denk mit das Mülleimer-Deo und das ist ein Zitrusmix. Ich habe hier mal dran gerochen und ja, riecht wie so alles, was Reinigungs- und ja, Produkte angeht, sehr künstlich, Zitrone, Klostein, bla, irgendwie. Aber ich dachte, besser das als irgendwas anderes für den Mülleimer. Und mal wieder war mein Colorwaschmittel leer. Also ich habe das Gefühl, das wird hier daheim gegessen, so schnell geht das immer leer. Und normalerweise kaufe ich ja immer hier das von Denk mit, dieses Lotusblüte und Aloe Vera. Das mag ich super, super gerne. Diese hatte ich jetzt noch auf Vorrat gehabt, beziehungsweise bei einem letzten Einkauf mitgenommen. Und ich habe es irgendwie vergessen, weil das lag bei mir auch im Auto und es ist ausgelaufen, richtig ekelhaft. Und als ich heute da war, habe ich wieder zugeschlagen. Da habe ich nämlich was Neues entdeckt und das hat mich sofort angesprochen. Und zwar ist es das ganz normale Denk mit Colorwaschmittel. Das ist nämlich jetzt lila. Davor war es blau. Und ich weiß nicht, ob die irgendwas an der Formel geändert haben oder so, aber irgendwie sieht das Design noch ein bisschen anders aus. Und ich dachte, ich gebe diesem normalen einfach nochmal eine Chance und probiere es aus. An sich war es ja nicht schlecht, nur der Duft von diesem Türkisfarben hat mir immer besser gefallen. Deswegen probiere ich das nochmal aus. Und ich glaube, es spielt auch tatsächlich immer eine Rolle, welche Farbe das Produkt hat, weil lila ist ja meine Lieblingsfarbe und ich musste es mitnehmen. Ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei. Ihr werdet mich jetzt für bescheuert halten, aber ich habe noch ein drittes Colorwaschmittel mitgenommen, weil ich, wie gesagt, nicht mehr wusste, dass ich noch so eins von diesem Türkisenen habe. Deswegen dachte ich, nehme ich heute direkt zwei mit, damit ich nicht innerhalb, keine Ahnung, zwei Wochen schon wieder los muss. Und deswegen habe ich mich für das Denk mit Colorwaschmittel Nature entschieden. Und zwar hat es auch so eine lockere Verpackung. Denn, wie gesagt, ich möchte ein bisschen auf meinen Plastikkonsum und achten und alles so ein bisschen natürlicher. Hier das Gerät hat 64% weniger Verpackung, Tenside zu 49% auf pflanzlicher Basis und frei von Farbstoffen. Und preislich haben die sich nicht viel gegeben. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie ich auch hier mit der Verpackung so klarkomme. Eigentlich wollte ich mir das heute von Frosch mitnehmen. Es ist aber um einiges teurer als das von Denk mit. Deswegen dachte ich, ich probiere das hier erstmal aus. Und je nachdem, wie es mir so gefällt, werde ich vielleicht mal das von Frosch ausprobieren. Jetzt kann ich wieder waschen bis zum Umfallen. Aber ich habe auch das Gefühl, die Wäsche hat kein Ende. Ja, zu guter Letzt durfte noch ein dicker Packen Küchenpapier mit. Und was ich fast vergessen habe, euch zu zeigen, das habe ich gesehen und ich musste es mitnehmen. Schaut euch das mal an. Ist das nicht wunderschön? Das ist ein Fotoalbum zum selber einkleben. Und ich habe einfach super viele Bilder und
Da möchte ich mir echt mal die Zeit nehmen, das alles schön dekorativ in Erinnerung festzuhalten. Als ich das gesehen habe, ich konnte nicht anders. Es musste einfach mit Do All Things With Love. Ja, meine Lieben, das war auch schon mein großer DM-Haul. Ja, eigentlich überhaupt keine dekorative Kosmetik dabei, weil ich momentan alles habe, was ich brauche. Und ich habe auch gar nicht das Bedürfnis, irgendwie was Neues zu kaufen. Deswegen, ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Es waren coole Sachen dabei. Lasst mir gerne euer Feedback oder Kaufempfehlungen in den Kommentaren da. Würde ich mich sehr darüber freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!